Guten Tag, mein Name ist Christian Groß von Groß Immobilien Köln und wir befinden uns aktuell in einer schönen Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln-Kalk in einer ruhigen Lage. Die Wohnung wurde vor anderthalb Jahren aufwendig modernisiert, ein neuer Boden, Türen wurden lackiert und auch eine schöne Einbauküche wurde hier eingebaut. Zudem befindet sich im Schlafzimmer ein moderner neuer Eckkleiderschrank. Wir schauen uns jetzt mal die Wohnung in einem Rundgang gemeinsam an. Ich gehe auf die Besonderheiten dieser Wohnung ein und wenn Sie Interesse haben, dann senden Sie uns doch sehr gerne eine Anfrage bzw. stimmen mit uns einen gemeinsamen Besichtigungstermin ab. Mein Name ist Christian Gost, vielen Dank und einen schönen Tag. Wir befinden uns jetzt im Treppenhaus vor der Wohnung in Köln-Kalk. Das ist eine sehr schöne und ruhige Lage. Man hört hier vielleicht schon die Vögel zwitschern. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir hier rechts ins Wohnzimmer mit Balkon reingehen. Geradeaus weiter rechts geht es ins Schlafzimmer, direkt geradeaus ins Wannenbad. Und hier links sieht man schon Esszimmer mit halb geöffneter Küche. Wir fangen mal an hier im Wohnzimmer. Also ein schöner geräumiger Raum. Hier wurde gerade erst ein neuer Vinylboden in Holzoptik verlegt. Dann hat man hier einen direkten Zugang zum kleinen, aber doch sehr schönen Balkon. Und hier gibt es dann auch an den Häusern einen Gemeinschaftsgarten, so dass man hier also sich auch grundsätzlich raussetzen kann oder zum Beispiel die Wäsche aufhängen kann und so weiter. Also es ist eine schöne, ruhige Wohnlage hier in Köln-Kalk. Dann schauen wir mal weiter. Also die Türen hier sind zum Beispiel komplett neu mit neuen Zargen eingebaut. Und dann schauen wir mal als nächstes hier im Schlafzimmer vorbei. Also überall dieser schöne Vinylboden. Dann haben wir hier den sehr schönen großen Einbaukleiderschrank. Der kann übernommen werden, muss nicht zwingend, hat aber sehr viele schöne Details. Ist also, glaube ich, jetzt erst auch ein Dreivierteljahr alt. Also beispielsweise hier mit so ein bisschen weiter rüber gehen. Ich glaube, das sollte dann für Hosen sein. Hier hat man so eine Art Schmuckbereich. Also schon viele schöne kleine Highlights. Inklusive dem Spiegel integriert. Hier der Spiegel kann auch übernommen werden, wenn man möchte. Und dann können wir einen Blick ins Wannenbad werfen. Hier haben wir Terrakottaboden, Badewanne, ein Waschtisch mit Unterschrank und ein Spiegelschrank. Dusche ist hier auch mit einer Rain Shower versehen worden. Sieht also alles sehr gepflegt aus. Und dann gucken wir mal weiter ins Esszimmer. Grundsätzlich die zwei Wohnzimmer und Schlafzimmer können auch als zwei Schlafzimmer genutzt werden, weil man ja hier auch das Esszimmer auch als Wohnraum nutzen kann, je nachdem, was man möchte. Hier hat man eine komplett neue Küche eingebaut. Die verfügt dann auch über eine voll integrierte Spülmaschine. Eine Gastherme haben wir hier noch. Dann eben auch ein schöner Ausblick. Hier rechts neben oder in dieser Parklücke von neben, wo links der weiße Wagen steht, den Parkplatz kann man von der Stadt mieten. Der ist also von dieser Wohnung, von den Eigentümern gemietet bei der Stadt. Und das Mietverhältnis kann also übernommen werden. Bietet sich generell an, ist eine relativ geringe Summe. Ja, hier hat man eben ein sehr schönes großes Esszimmer. Auch der Esstisch und die Stühle können bei Bedarf übernommen werden. Der Esstisch ist ganz besonders, der hat noch zwei Einlegeböden. Der ist also, wenn man ihn komplett auszieht, bis zu 3 Meter
lang. Genau, soweit. Ja, und je nachdem, wie man es nutzt oder wenn eine WG das gerne nutzen würde, hätte man im Grunde genommen hier zwei Schlafzimmer, eins mit Balkon, eins ohne Balkon und hätte dann hier eine schöne Wohnküche. Je nachdem, falls sich ein Kapitalanleger für die Wohnung interessiert. Das war soweit der Rundgang durch die kleine modernisierte Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln-Kalk. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Mein Name ist Christian Gost. Vielen Dank und einen schönen Tag.